Wir sind als Zoll heute Abend hier, weil wir verschiedene Kontrollmaßnahmen durchführen. Zum einen mit dem Zollfahndungsdienst prüfen wir den Shisha-Tabak in den Bars. Wir schauen, ob er versteuert wurde, ob er vielleicht sogar illegal hergestellt wurde. Und wir sind mit einem größeren Aufgebot der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hier, um die Beschäftigungsverhältnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu prüfen. Zu den konkreten Ergebnissen noch nichts. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass bei solchen Kontrollaktionen natürlich auch Feststellungen getroffen wurden. Wir müssen allerdings abwarten, was die Überprüfungen jetzt im Einzelnen ergeben. Nee, das sind eher gemeinsame Aktionen des Zolls mit der Landespolizei und auch Kommunalbehörden. Und jede Behörde prüft letztendlich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. Es ist in der Tat jetzt noch zu früh. Die Kontrollen laufen im Moment noch. Wir haben noch keine konkreten Ergebnisse und müssen halt hinterher auswerten, welche konkreten Feststellungen wir getroffen haben. Jetzt haben wir auf diesem kurzen Stück Straße 6 Stück, dazu 2 Shisha-Zubehörläden. Also es hat sich ja relativ geschlossen gesehen. Das ist mitgekommen, aber anders. Ja, die Sperre, die Sie vielleicht unten gesehen haben, die gibt es ja seit dem 1. März. Die wird auch jetzt durch eine bauliche Sperre, richtig massiv. Damit haben wir dieses Poser, dieses Car-Poser-Problem beseitigt oder zumindest minimiert. Hier sind dann immer wieder Leute vor den Freisitzen stehen geblieben, haben entsprechende Kommunikation betrieben, dafür aber den ganzen Verkehr blockiert und haben uns das eben auch schwer gemacht. Wir haben also hier wirklich Fälle gehabt, dass Kolleginnen sexuell beleidigt worden sind, dass man uns bedrängt hat. Und das ist noch nie richtig gefährlich gewesen. Ist jetzt ruhiger dadurch? Absolut. Wir haben, denke schon, einen. Nur weil sie diese durchfahrenden Kräfte da vergeben. Das nicht nur, aber diese Kontrollen und auch die Altersorganisation hat sich jetzt ein bisschen auf diese Situation eingestellt. Wir reagieren jetzt ein bisschen anders. Unsere Toleranzgrenze ist deutlich geringer geworden. Also wir ziehen dann auch Kräfte zusammen und arbeiten auch im Altersgeschäft, also mit größeren Personen. Verrückt, das geht nicht anders. Ja, leider. Ich habe nur die Frage verstanden, bist du konsequent oder nicht? Ja. Sonst machen die sich lustig. So ist das. Wenn da jetzt Zollleute drin da sein sollten, das haben wir ja die Zollmitarbeiter. Wir sind schon fertig hier. Schon fertig? Sind ja, schon wieder raus? Jawohl, wir laufen der Lage hinterher. Aber eindeutig. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, wir stehen hier gerade im Bermuda-Dreieck, ein großes Vergnügungszentrum im Ruhrgebiet, sicherlich sehr bekannt im ganzen Umfeld. Wir erleben hier gerade unseren 18. Einsatz, den wir hier fahren, in Bezug Bandenkriminalität, in Bezug Clankriminalität. Im August 2017 starteten die Aktionen hier immer in Zusammenarbeit oder auch unter Federführung des Zolls. Die Stadt ist beteiligt. Wir haben auch hier heute wieder die Feuerwehr unter anderem eingesetzt, die zunächst in die Lokale hineingegangen ist. Man hat dort den CO2-Gehalt geprüft, denn auch wir wollen alle sicher nach Hause kommen und auch die Kolleginnen und Kollegen der Stadt natürlich. Jetzt laufen dementsprechende Überprüfungsmaßnahmen. Es wird geguckt, ob möglicherweise unverzollter Tabak hier ist. Alles das haben wir schon erlebt. Um einfach vielleicht einmal ein paar Zahlen zu nennen, in den letzten Monaten, also in diesen 17 Einsätzen, haben wir ca. 300 Anzeigen geschrieben seitens der Polizei. Wir haben Verkehrsverstöße geahndet. Auch meine Kollegen aus der Direktion Verkehr sind hier im Umfeld gerade wieder bei Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Wir kontrollieren Fahrzeuge, nicht nur Fahrzeuge mit 100 oder 120 PS, sondern auch eventuell mit 400 oder 450 PS. Kontrollieren da, ob die Fahrzeuge ordnungsgemäß zugelassen sind, ob da Verkehrsverstöße seitens der StVZO erfolgt sind. Alles das steht auf unserer To-Do-Liste. Es ist einiges zu tun. Aber diese Nadelstiche, die immer vom Innenminister auch verkündet werden, sie werden wirklich gesetzt. Sie werden gesetzt nicht nur in Bochum, hier zum 18. Mal. Ich weiß auch von meinen Kollegen aus den anderen Städten, dort ist es ähnlich. Also es ist da viel schon geleistet worden. Wir sind da auf einem guten Weg. Ja, und es wird weitergehen. Also es werden weitere Einsätze laufen. Ich sage immer, nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Und wir werden uns hier vielleicht nochmal wiedersehen. Meine Kollegen heute, speziell die jüngeren Kollegen freuen sich, dass der Innenminister jetzt auch zum ersten Mal hier uns in Bochum besucht hat. Ich kann mich selbst erinnern an meine Zeit als Bereitschaftspolizist. Das ist mittlerweile fast 40 Jahre her. Da hat uns damals der Innenminister Dr. Schnorr bei wirklich einem Großeinsatz in Kalkar besucht. Und wir waren alle am Ende ganz stolz, dass er da gewesen ist. Insofern heute auch ein Dankeschön an den Innenminister. Sind auch alle so abgesichert, dass da nichts passiert? Ja, sehen ja, wie stark aufgefahren. Ich habe noch keine aktuelle Kontrolle. Die sind aber wirklich erst, haben Sie gesehen, vor 10, 15 Minuten reingeflogen. Und das dürfte Sie jetzt nicht. Sollen wir mal in eine reingehen? Oder störe ich da? Ja, wir können nicht mit dem ganzen Presse. Trotz können wir jetzt natürlich da nicht reingehen. Ja. Aber können wir ja bitten, dass Sie mich mal. Ja.
Der Zoll ist heute hier gemeinsam mit der Polizei, mit den Stadtbehörden, weil wir Kontrollen durchführen. Und zwar in dem Fall jetzt Shisha-Bars. Für uns aus drei Perspektiven ganz wichtig. Erstens Steuer. Wasserpfeifentabak wird häufig eingeschmuggelt oder ist unversteuert hergestellt worden. Und auf einem Kilogramm Wasserpfeifentabak liegen 40 Euro Steuern. Das heißt, da ist richtig Gewinn dran für die Leute, die es einschmuggeln. Das zweite ist, große arabische und amerikanische Hersteller werden gefälscht. Und die haben ein Interesse daran, dass wir die gefälschten Sachen entweder einziehen oder aber zumindest feststellen, damit ihr guter Ruf nicht leidet. Und das dritte ist, und da waren wir heute auch schon sehr, sehr erfolgreich, Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Es wurden hier Leute in einer Bar 15 Leute aufgegriffen, die offensichtlich Sozialabgaben hinterziehen. Und das schadet der Allgemeinheit. Und deswegen ist der Zoll hier und das ist ganz wichtig. Ja, wir haben eigentlich in allen Shisha-Bars, in die wir eindringen und die wir Kontrollen durchführen, haben wir Aufgriffe. Die sind nicht mehr so wahnsinnig groß, weil die Leute dazugelernt haben und sie haben nicht mehr die Mengen an geschmuggeltem oder unversteuertem Wasserpfeifentabak in den Restaurants oder in den Bars und in den Shops selber da. Das heißt aber nichts. Wir ermitteln auch die Strukturen dahinter. Das heißt, wir wollen wissen, wer sind die Drahtzieher. Wir wollen wissen, wird hier Geld gewaschen und ähnliches. Und deswegen sind wir da. Und viele kleine Aufgriffe sind der Anfang zu einem großen Ermittlungsverfahren. Der Zoll ist international hervorragend vernetzt. Wir haben Zollverbindungsbeamte, unter anderem auch in arabischen Staaten. Und da ist der Erfahrungsaustausch sehr, sehr gut. Wir bekommen Tipps von denen, wir geben Informationen darunter. Und nur so können wir erfolgreich sein, weil die Kriminalität hält an der Grenze nicht auf. Aber da müssen wir eben einhaken. Das ist ganz wichtig, dass wir da das Netzwerk verstärken und dass wir international zusammenarbeiten. Also die Leute, die Bars besuchen und die hier ihre Shisha rauchen, ich glaube, gegen die haben wir auch überhaupt nichts. Es geht wirklich darum, dass man nicht Handel treiben kann und nicht Geld verdienen kann mit unversteuerter Ware. Das schadet der Allgemeinheit. Jeder Steuergroschen, der hier hinterzogen wird und der hier nicht angemeldet wird, schadet der Allgemeinheit. Wasserpfeifentabak ist ein hochsteuerbares Verbrauchsteuergut, 40 Euro auf einem Kilo. Wenn Sie das einschmuggeln, mal einen ganzen Container vollgerechnet, können Sie sich vorstellen, was da an Millionenbeträgen zusammenkommt. Denen fällt immer was Neues an den Ganoven, das ist doch klar. Und insofern muss dann die Polizei sich auch auf das Neue einstellen und überlegen. Und das machen, merken wir jetzt gerade. Aber gewaltbereit schienen die mir jetzt nein. Die, immer, wenn Sie nein. Da sind, sind die... Nein. Ist das in der Regel auch nicht. Außer wenn sich da so Situationen entwickeln, die entwickeln sich aber nicht, wenn hier so viele Polizisten sind. Dann ist Ruhe im Garten. Trotzdem Mosaikstein sagen, ist wichtig, dass... Ja klar, also ist immer eine Frage, wie groß der Mosaikstein ist. Ne? Der ist, ich glaube schon, gucken Sie mal, ist vom... Ich weiß nicht, wie lange es her ist, das erste Mal dein Essen unterwegs war. Ich glaube, ja fast schon über ein Jahr. Und erstens, immer mehr Behörden machen es. Zweitens, es kriegt auch immer mehr Wirkung. Die nehmen das ernst. Die Rummaulerei hat auch nachgelassen. Also so, weil die sagen, hat überhaupt keinen Sinn. Die stellen sich eher intelligent darauf ein und versuchen, das Problem zu minimieren. Weil sie sagen, ist ja okay. So, und wir werden immer weiter gucken müssen, ob wir auch in die Tiefe rankommen. Werden die Aktionen in diesem Format größer werden? Nee, größer und öfter? Nee, größer nicht. Wir machen, also das, was wir machen, dass wir so ein Riesending machen, das wird nicht die Regel sein. Ist auch gar nicht nötig. Das ist jetzt mal eine Demonstration. Sondern viel wichtiger ist die Kontinuität. Das Allerwichtigste ist Kontinuität, also zwei Sachen. Kontinuität und Zusammenarbeit verschiedener Behörden. Das sind die zwei Sachen, die nötig sind. Und das Erste mit der Kontinuität haben wir jetzt schon ganz gut hingekriegt. Wir weiten es aus, dass auch mehr Behörden sich beteiligen, weil es ist eben nicht nur ein Problem von den paar großen Städten, sondern es weitet sich auch in die Landkreise aus, immer mehr. Gucken mal, der Kreis Recklinghausen ist keine Großstadt. Und da findet auch schon eine Menge statt. Wir waren da auch unterwegs vor ein paar Wochen. Also vorbereitet sein. Alle Polizeibehörden müssen sich um das Thema kümmern. Gestern Mönchengladbach ist nur weit weg vom Ruhrgebiet. Und Gelsenkirchen war gestern. Also das ist, glaube ich, der einzig richtige Weg. Nochmal, ich glaube nicht, dass wir damit morgen alle Probleme weg haben. Das geht nicht. Es gibt, also im wirklichen Leben gibt es nicht Simsalabim, das ist eine Märchenveranstaltung. Die können Sie im Märchenbuch lesen. Sondern hier ist knochenharte Arbeit, kontinuierliche Arbeit. Und ich glaube, dass das richtig ist. Ja, bin fest überzeugt. Dankeschön. Stimmt sich gerade in dieser etwas ruhigeren Atmosphäre nochmal so die vier wichtigsten Fragen schon eben? Das war doch sehr gewuselt. Zunächst mal, warum ist diese Aktion heute Abend hier und in anderen Städten wichtig? Weil sich in vielen großstädtischen Strukturen in Nordrhein-Westfalen, nicht nur da, aber vorrangig da, Strukturen entwickelt haben mit Clans, die der Auffassung sind, dass sie ganze Straßenzüge, Straßenszenen bestimmen können. Dass sie bestimmen, was Recht und Unrecht ist. Und das darf nicht zugelassen werden. Deswegen gehen wir rein. Es gibt unterschiedliche Methoden. Die eine ist die langfristige Methode der Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit Finanzbehörden zusammen, mit viel Fahndungsarbeit und Forschungsarbeit, die dauert. Die ist mühsam, die kann Jahre dauern.
Und das Zweite ist eben dieses System, sag ich mal, Nadelstiche, also einfach stören. Bei den kleinen Geschäften, bei den kleinen Altersgeschäften demonstrieren, dass der Staat, dass man die unterschiedlichen Institutionen nicht auseinandertreibt, dass die alle gemeinsam unterwegs sind, also ob es das Gesundheitsamt ist oder das Ordnungsamt oder der Finanzamt oder der Steuerfahndung oder der sich die Glücksspielautomaten anguckt oder eben die Polizei oder der Zoll. Da wird geguckt, ob es Schwarzarbeit ist, ob die Stellen angemeldet sind und. Und am Ende führt das zu viel Ärger, Verdruss, Unruhe, Störung. Und ich glaube schon, dass das auf Dauer eine Wirkung hat. Und das Dritte, habe ich eben schon mal ganz kurz gesagt, wir haben noch keine richtige Antwort auf die Frage, auch Aussteigerprogramme zu organisieren. Wir müssen auch für diejenigen, die dann keine Lust mehr drauf haben, die das nervt, die ein anderes, neues Leben führen wollen aus den Clans, denen müssen wir auch Angebote machen, wie wir denen helfen können. Das ist noch ein ungelöstes Problem, was als Aufgabe ansteht. Nach außen hin wirken diese Läden ja sehr sauber, also im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann nicht so richtig hinter die Fassade gucken. Aber wie sieht es da aus? Was muss man da vermuten? Na, pass auf, die sehen alle anders aus. Ja, ich habe die komischsten, schrägsten... Was denn? Wir gehen nochmal einmal mit der... Das ist auch gut, ne? Während des Autos einfach rausziehen. Das ist gut. Ja. Darf ich? Fangen wir mal von vorne an. Also, wir... sagen Sie mir die Frage noch. Also nach außen hin sehen diese Läden ja wirklich so, ja, sehr, sehr Nein, toll und das sauber ist sehr aus. Unterschiedlich und die entwickeln sich auch weiter. Ich meine, ein Teil dieser Leute hat auch richtig Geld in der Kasse, ja. Und da ja auch manchmal Schwarzgeld gewaschen werden muss, wird das auch manchmal eingesetzt. Wir waren gerade in einem Laden drin, das vor ein paar Monaten noch geschlossen wurde, weil da zu viel CO2 war. Der hat jetzt eine pickfeine Anlage da drin. Ich meine, an Geld mangelt es da nicht. Das ist nicht das Problem. Und wenn die merken, das ist die Stelle, wo wir nacharbeiten müssen, weil sonst wird der Laden dicht gemacht, dann machen die das halt. Und dann dürfen wir auch nicht verzweifeln und sagen, oh, jetzt ist das Problem gelöst. Ja, das Problem haben sie gelöst, aber da muss man weiter gucken. Und es gibt immer wieder neue Stellen, wo Verstöße erzielt werden. Wir dürfen die nicht zu Ruhe kommen lassen. Das ist eigentlich das Prinzip. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, dass sie verschwinden. Wir wollen nicht, dass solche Strukturen, da geht es nicht um eine Bar, sondern um die dahinterliegende Struktur, kriminelle Struktur, die darf es hier nicht geben. Können Sie uns ein Gefühl dafür geben, diese dahinterliegende kriminelle Struktur? Ich versuche mir das vorzustellen. Naja, das kann alles sein. Das kann von Geldwäsche bis zu Geschäften in der Prostitution, das kann Rauschgift sein, das kann alles Mögliche sein und es ist nicht immer gleich. Aber es kann auch Geldwäsche ganz praktisch sein. Hier wird zumindest allein mit dem Tatbestand Steuern zu hinterziehen beim Tabak so eine Menge Geld gemacht, da kann man eine Menge mit anrichten. Und da muss man deshalb ansetzen, weil das Beste ist immer an der Quelle. So, jetzt folge ich den Damen und Herren. Noch eine Frage zu den Resultaten der letzten Razzien, die Sie begleiten.